Gottes Liebe, die überflutende, ist dem Menschen gegeben und schließt ihn völlig ein. Sie macht ihn unschuldig und wirklich rein. Mein Name ist Gao Liang. Verglichen mit meinen Mitschülern hatte ich es sehr gut. Meine Eltern führten mich nämlich schon im Alter von 8 Jahren zum Glauben an Gott. Viele meiner Mitschüler waren süchtig nach dem Internet oder sie orientierten sich an allen möglichen schlechten Trends. Ihr Verhalten war dekadent und verdorben. Seit ich an Gott glaube, lese ich seine Worte und suche Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern. Einige Wahrheiten verstehe ich und der Sünde bleibe ich fern. Unter der Fürsorge der Gemeinde und dem Schutz Gottes wuchs ich gesund und fröhlich auf. Ich bin sehr stolz auf meinen Glauben an Gott und sehr glücklich darüber. Offen und aufrecht, ohne Täuschung, leben im Licht. Mit 17 Jahren begann ich gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern das Evangelium zu verkünden. Ich brachte das Zeugnis von Gottes Werk in den letzten Tagen zu allen, die sich nach dem Erscheinen Gottes sehnten. Danke für dich. Oh, vielen Dank. Dank sei Gott. Aber meine Eltern erinnerten mich immer wieder daran, dass China von der atheistischen KPCH regiert wird. Religionsfreiheit gibt es nicht. Ich muss immer achtsam sein, wenn ich das Evangelium verkünde. Ich war naiv, fast noch ein Kind. Ich nahm alles auf die leichte Schulter. Selbst wenn die Polizei mich fassen würde, sie würden mir doch nichts tun. Ich hatte keine Ahnung, wie falsch ich da lag. Onkel Liu, heute hast du über die Ursachen des Bösen gesprochen und von der Wahrheit über die Verderbtheit des Menschen durch Satan. Und darüber, wie Gott Gericht hält in den letzten Tagen, wie er den Menschen reinigt und rettet. Das hat mir sehr geholfen. Mein Klassenkamerad und seine Familie hörten mir zu. Ich erkenne die Wahrheit und das ist gut. So können sich alle Verwirrungen und Schwierigkeiten des Menschen auflösen. Genau. Wenn man die Wahrheit erkennt, lassen sich alle Probleme lösen. Gao Liang, auch wenn du noch jung bist, hast du einen guten Charakter. Du bist offen für die Wahrheit. Höre nicht auf, nach der Wahrheit zu suchen. In einigen Jahren wirst du mehr wissen als ich. Dank sei Gott. Lieber Onkel, seit ich mit dir das Evangelium verkünde, gewann ich so viele Einsichten. Woche für Woche verstehe ich mehr. Kann es sein, dass man die Wahrheit schneller versteht, je mehr man Gottes Wort liest und darüber spricht? Mhm. Onkel Liu, ich werde kommendes Wochenende mit dir gemeinsam das Evangelium verkünden. Gerne. Ich habe dann noch 2 weitere Mitschüler, die wirklich gute Menschen sind. Zielperson in Sicht. Sehr gut, Zugriff. Polizei, stehen bleiben! Was soll denn das? Tu nicht so! Was haben wir denn getan? Wieso nehmen sie uns fest? Hör auf, dich zu verstellen. Kommissar Chen. Mehr Beweise benötige ich nicht. Abführen! Vorwärts! An Gott zu glauben ist kein Verbrechen. Lassen Sie uns gehen! Ich bin erst 17, ich muss doch zur Schule gehen. 17? Komm mir nicht damit! Noch so jung. Du bist erst 17? Warum gehst du nicht zur Schule, wie jeder andere auch? Glauben an Gott? Predigen? Was soll das? Und du bist nicht mehr der Jüngste. Statt deinen Ruhestand zu genießen, redest du von Glauben und predigst deine Religion. Ein alter Narr und ein Kind. Seid auf Ärger aus. Habt ihr nichts zu tun? Und jetzt sagt ihr mir, woher ihr das Buch habt. Wem habt ihr alles daraus vorgelesen? Wer sind die Anführer eurer Kirche? Wo bewahrt die Kirche ihr Vermögen auf? Laut Verfassung dieser Republik herrscht
Religionsfreiheit. Es ist also legal, an Gott zu glauben und zu predigen. Warum verhaftet ihr uns? Warum behandelt ihr uns wie Verbrecher? Warum wollt ihr innerkirchliche Informationen von uns? Ist das im Rahmen der Gesetze? Wir haben kein Verbrechen begangen, kein Gesetz gebrochen. Wirklich? In China ist es verboten zu glauben. Ihr glaubt nicht nur an Gott, ihr predigt sogar euer Evangelium. Predigen ist nicht erlaubt. Das habt ihr doch gewusst, oder? Wir sind die Polizei. Wir sind dazu da, euch festzunehmen und zu ermitteln. Also antwortet wahrheitsgemäß, sonst werdet ihr es bereuen. Also ein letztes Mal im Guten. Wer sind die Anführer eurer Kirche? Wo bewahrt die Kirche ihr Vermögen auf? Wie ihr wollt. Rede, verdammt! Onkel Liu! Onkel Liu! Warum schlagt ihr uns? Soll die Polizei nicht das Recht beschützen und den Menschen helfen? Warum brecht ihr das Recht und misshandelt uns? Ihr nennt euch doch Volkspolizei! Du kleiner Mistkerl! Wenn wir dich nicht schlagen sollen, dann sagst du uns alles, was wir wissen wollen. Ansonsten wirst du schnell erfahren, was es heißen kann, sich anzulegen mit der Volkspolizei. Klar? Denke nicht, dass wir dich verschonen, nur weil du noch minderjährig bist. Vergiss es. Was soll die Frage nach unseren Kirchenanführern? Was glaubt ihr, was wir für ein Vermögen haben? Was wollt ihr wirklich wissen? Verdammt, du bist undankbar. Zeig's ihm! Antworte! Verdammt! Du willst den 10 Burschen markieren, hä? Hört auf damit! Das ist doch ein Kind! Wie könnte er dem Kind nur so etwas antun? Besitzt ihr keinen Anstand? Als Maul, Alter! Hat dich jemand was gefragt, hä? Du sprichst nur, wenn du gefragt wirst, sonst wirst du was erleben! Verdammt! Schlag zu! Ich hätte nie gedacht, dass die Regierung der KPCH Gott so hasst und Christen in dieser Weise verfolgt. Sie verschonen nicht einmal Minderjährige wie mich. Wie können Beamte der Volkspolizei so unmenschlich handeln? Die Welt ist so dunkel und böse. Verdammt, mir reicht es. Wir verhören schon die ganze Nacht. Ich bin müde. Sie haben kein Wort gesagt. Menschen, die an Gott glauben, sind eine harte Nuss. Ja, sehe ich auch so. Na? Schon müde? Nein, nein, Genosse Kommissar. Genosse Kommissar, ich denke, das ist nur ein alter Mann und ein Kind. Ich glaube nicht, dass sie Schlüsselfiguren sind. Ich glaube, sie wissen nicht, wo die Kirche das Geld hat. Wir werden kein Geld von ihnen kriegen, da bin ich mir sicher. Ich denke, wir sollten unsere Kraft nicht an ihnen verschwenden. Churchin, ich dachte nicht, dass du so naiv bist. Letztens im Sicherheitsbüro bekamen wir ein Geheimdokument der Regierung. Man möchte, dass wir bei diesen christlichen Hauskirchen härter durchgreifen. In der Anordnung heißt es weiter, dass wir die Schlüsselfiguren sämtlicher Hauskirchen in der Region loswerden. So schnell wie möglich. Diese beiden könnten nun unsere Eintrittskarten werden. Wenn sie uns die Informationen, die wir brauchen, geben, kommen wir früher oder später auch an die Kirchenführer heran.
Und zum Weiteren werden wir dann die Kirchengelder beschlagnahmen. Das wäre ein großer Schlag. Was er sagt, ist richtig. Um unser Ziel zu erreichen, sollten wir nichts unversucht lassen. Ich denke, dass der Junge eher reden wird als der alte Mann dort. Wir sollten uns also auf ihn konzentrieren. Er wird uns sicher schnell alles verraten. Alles klar? Alles klar. Na, Junge, hast du mir etwas zu sagen? Du bist noch jung und gehst noch zur Schule. Ich möchte dir wirklich nicht wehtun. Beantworte einfach unsere Fragen über die Kirche und wir lassen dich gehen. Was hast du zu sagen? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Glaube fordert von uns, Gutes zu tun. Das ist doch nichts Unrechtes. Warum verfolgt ihr unsere Brüder und Schwestern weiter? Junge, du weißt doch sicher, dass die Partei atheistisch ist und den Glauben an Gott ablehnt. An welchen Gott kannst du eigentlich glauben? In China. Was steht in den Lehrbüchern? Es gibt keinen Schöpfer dieser Welt. Wir stammen allesamt von Affen ab. Das ist wirklich nicht schön. Du hast deine Schulzeit verschwendet, statt etwas über unsere Evolution zu lernen. Stattdessen glaubst du an einen Gott und bist sogar Prediger. Dadurch handelst du gegen die kommunistische Partei. Die Partei hat schon immer gegen die Kirche und den Glauben gekämpft. Wer an Gott glaubt, der muss von unserer Regierung bekämpft werden. Verstehst du? Ich verstehe wirklich nicht, wo die Angst der Partei vor gläubigen Menschen herrührt. Nicht einmal einem einfachen Schüler erlauben sie den Glauben an Gott. Egal wie gut der Glauben an Gott ist, die kommunistische Partei verbietet den Glauben. Alle sollen an die Evolution und den Atheismus glauben. Täuschen sie damit nicht die Menschen? Das Buch Genesis sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Als er alles erschuf, ordnete er jedes Geschöpf der richtigen Kategorie zu. Die Evolution hat niemals stattgefunden. Welches Tier sollte sich denn seit der Schöpfung in ein anderes Tier verwandelt haben? Die Evolution ist nichts als eine Idee von Menschen. Viele Gelehrte stimmen dem heutzutage schon zu. Niemand nimmt diese Theorie noch ernst. Die Partei schreibt es in die Schulbücher. Ist das nicht Betrug am Schüler? Belügt man ihn damit nicht? Glücklicherweise lese ich die Bibel und das Wort Gottes. Ich weiß, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat, uns Menschen eingeschlossen. Sonst würde ich noch in der Dunkelheit sein. Genosse Kommissar. Lass ihn reden. Weil der Mensch von Gott geschaffen wurde, soll er an Gott glauben und ihn anbeten. Mein Glaube an Gott ist also angemessen und gerechtfertigt. Viele meiner Mitschüler, die nicht an Gott glauben, sind süchtig nach Internetspielen, jagen Prominenten hinterher und folgen allen schlechten Trends. Weder ihre Eltern noch weniger die Lehrer oder die Regierung können das verhindern. Weil ich an Gott glaube und sein Wort lese, kann ich diese negativen Einflüsse wahrnehmen. Sein Wort hilft mir, ungesunden sozialen Trends fernzubleiben. Wer an Gott glaubt und seine Botschaft versteht, erkennt die Wahrheit. So kann er die Sünde vermeiden und sein Leben wird vom Segen Gottes bestimmt. An Gott zu glauben ist eine gute Sache. Unsere Behörde sollte froh sein über jeden, der glaubt.
Doch die kommunistische Partei will immer nur den Glauben der Menschen an Gott beschränken und verhaftet Christen. Ist das nicht ein Angriff auf die Gerechtigkeit? Okay, Kleiner. Du verstehst eine ganze Menge. Ich sehe, dass du das Buch, das Wort erscheint im Fleisch, verstanden hast. Die kommunistische Partei kann auf gar keinen Fall tolerieren, dass ihr, die ihr an Gott glaubt, die Bibel und das Buch, das Wort erscheint im Fleisch, verteilt. Und dann Menschen beginnen, auf Gottes Wort zu hören und Gott zu folgen. Wenn ihr das Evangelium predigt und Zeugnis für Gott ablegt, wie kann euch die kommunistische Partei da nicht festnehmen? Ich empfehle dir, ehrlich zu sein und uns alles zu erzählen, was du über die Kirche und deren Angelegenheiten weißt. Solltest du schweigen, wirst du schreckliche Schmerzen erleiden. Sag uns, wer leitet eure Kirche? Und wo sind sie zu finden? Du kleiner Dreckskerl, bleibst bei deinem Schweigen? Du wirst mich noch anflehen, mir alles sagen zu dürfen. Verdammt! Hoch! Verfluchter Kerl, du hast die Frechheit zu schweigen! Komm her! Oh Gott, gib mir Glauben und Stärke. Wenn du mit Leiden konfrontiert wirst, musst du imstande sein, das Fleisch nicht zu beachten, darfst nicht über Gott klagen. Wenn Gott sich vor dir verbirgt, musst du in der Lage sein, ihm durch Glauben zu folgen, deine Liebe zu bewahren, ohne zu wanken oder zu zaudern. Egal, was Gott tut, musst du seinen Entwurf respektieren. Und mehr bereit sein, dein Fleisch zu verfluchen, als sich über ihn zu beschweren. Wirst du geprüft, musst du Gott trotz bitteren Weinens oder Widerwillens aufgrund von Verlust zufriedenstellen. Nur das kann man wahre Liebe und wahren Glauben nennen. Ich bin wirklich kein Freund von Gewalt. Tu uns also den Gefallen und rede. Ansonsten bist du selbst daran schuld. Verdammt nochmal! Du sturer Scheißkerl! Ich werde dich schon zum Reden bringen! Also sprich, sag uns, wer die Kirche leitet. Ah!
Rowling. Hast du starke Schmerzen? Fühlst du dich schwach in deinem Herzen? Ich hätte nie erwartet, dass die Partei dermaßen brutal gegen Schüler wie mich vorgeht. Wenn ich daran denke, dass ich morgen wieder gefoltert werde, habe ich fürchterliche Angst. Ich weiß nicht, wie ich das alles überstehen soll. Angesichts all dieser Verfolgung empfinde auch ich ganz oft Schmerz und Schwäche. Doch wenn ich an sein Wort denke und zu ihm bete, kann ich etwas Frieden in der Seele erfahren. Erinnerst du dich noch an den Abschnitt aus Gottes Wort, den wir bei unserem letzten Treffen gelesen haben? Gott sagt: Während sie sich Prüfungen unterziehen, ist es normal, dass Menschen schwach sind oder dass sie Negativität in sich haben oder dass es ihnen ankleidet in Bezug auf Gottes Willen oder ihren Weg für die Praxis fehlt. Aber unter allen Umständen musst du an dem Glauben an Gottes Werk festhalten und du darfst Gott nicht leugnen, so wie Hiob es tat. Obwohl Hiob schwach war und den Tag seiner Geburt verfluchte, hat er nicht bestritten, dass alle Dinge, die wir im menschlichen Leben erfahren, von Jehova gegeben werden. Und dass Jehova auch derjenige ist, der alles wegnimmt. Egal wie er geprüft wurde, behielt er diesen Glauben bei. Egal welchen Verfeinerungen du dich in deinen Erfahrungen aus Gottes Worten unterziehst, verlangt Gott von dir, an deinem Glauben festzuhalten. Was auf diese Weise vervollkommnet wird, ist die Glaubenskraft, sowie der Anspruch, Gott zu gefallen. Wenn du es weder berühren noch sehen kannst, so geschieht es unter eben diesen Umständen, dass dein Glaube von dir verlangt wird. Der Glaube des Menschen ist dann erforderlich, wenn seine Augen nicht sehen können. Wenn du deine eigenen Vorstellungen nicht loslassen kannst. Bist du dir über Gottes Werk nicht im Klaren, dann wird dein Glaube gefordert. Und dass du eine feste Haltung einnimmst und als Zeuge einstehst. Erst als sich Hiob in dieser Lage befunden hatte, machte er die Erfahrung, dass Gott erschien und zu ihm sprach. Das heißt also, dass du nur aus deinem Glauben heraus imstande sein wirst, Gott zu sehen. Und wenn du Glauben hast, wird Gott dich vervollkommnen. Wenn man keinen Glauben hat, dann ist es für Gott unmöglich, dies zu tun.
Solch eine Verhaftung und die Verfolgung durch die Regierung sind eine große Prüfung, die uns alle stärken wird. Es ist völlig normal, dass wir Schmerzen und Schwäche empfinden. Doch unter keinen Umständen dürfen wir Gott verleugnen oder verraten. Nicht wie Judas, der den Herrn verraten hat. Das hieße, Gottes Disposition zu verletzen. Der Herr Jesus sagte einst: Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Unter diesen Umständen müssen wir mehr beten, um Gottes Willen zu verstehen. So gewinnen wir innere Stärke. Was uns beiden in den letzten zwei Tagen bewusst wurde: Als die KPCH-Polizei uns verprügelt und gefoltert hat, dass Gott immer bei uns ist, wenn wir nach ihm rufen. Das Wort Gottes erleuchtete und leitete uns in der schweren Zeit. So wurde unser Glaube gefestigt und unser Entschluss, für ihn zu leiden. So konnten wir tatsächlich die Autorität und die Macht seines Wortes erfahren. Und ebenso Gottes Fürsorge und Schutz. Ebenso wurde uns sehr deutlich das Schlechte in der Partei, ihre dämonische Natur und ihre satanische Herrschaft sehr bewusst. Sie sind Gottes Feinde. Unsere Herzen hassen Satan. Wir erkannten, je bösartiger die Partei uns verfolgt, umso weniger geben wir nach. Desto mehr bezeugen wir Gott und entsagen dieser Partei und demütigen sie. Wären wir nicht so verfolgt und festgenommen worden, hätten wir nicht diese Qualen erlebt, hätten wir dann diese Erfahrung gewonnen? Niemals. Unsere Qualen waren nicht vergeblich. Gaoliang, inmitten aller Bedrängnis hat Gott die Erwartung, dass wir auf ihn vertrauen, zu ihm beten, uns auf ihn verlassen und Zeugnis ablegen von der Überwindung des Satans. Wir dürfen Gott nicht enttäuschen, niemals. Onkel Leo, was du gerade gesagt hast, lässt mich Gottes Willen verstehen. Solche Verfolgung und Festnahme zu erleiden, das sind Prüfungen für mich. Wenn die Zeit kommen wird, Gottes Willen zu bezeugen, dann darf ich nicht zum Deserteur werden. Auch wenn mich die KPCH-Polizei weiter brutal foltert. Oder vielleicht sogar tötet. Werde ich weiter Gott bekennen und Satan niemals nachgeben. Sofort Ruhe! Ruhe jetzt! Genosse Hauptkommissar, die Zentrale fragt nach den Ergebnissen der Verhöre dieses Falles. Zuerst dachte ich, mit dem Jungen wäre es einfacher als mit dem Alten. Verdammt! Ich hätte nicht gedacht, dass er so hart wäre. Egal wie ich ihn schlage, er redet nicht. Der Knabe ist nicht so naiv, wie ich dachte. Genossenkommissare! Hauptkommissar.
Alles Weitere hängt nun von Ihnen ab. Dieser Junge hat das Wort des allmächtigen Gottes sehr gründlich gelesen. Sonst wäre er nicht so widerspenstig. Folter kann ihm offenbar nichts anhaben. Wir werden andere Mittel anwenden. Genosse Hauptkommissar, hier ist der Gefangene. Gut, ich will mit ihm alleine sprechen. Nun, mein Junge. Ich höre, du hast nichts zu essen bekommen. Nicht einmal Wasser. Das war wirklich übertrieben. Als ich nach meiner Abwesenheit davon gehört habe, habe ich die Verantwortlichen abgemahnt. Setz dich doch. Hier habe ich ein Mittagessen für dich. Iss in Ruhe. Hab keine Furcht. Ich will dich nicht verhören. Ich bin der Hauptkommissar und habe hier das Sagen. Solange ich hier bin, wird dir niemand etwas antun. Iss. Du bist hungrig, richtig? Ist noch warm. Iss schon. Leider, egal wie gut das Essen ist, es ist nicht so gut wie bei Mama und Papa. Vermisst du deine Eltern sehr, seit du hier bei uns bist? Deine Eltern müssen krank sein vor Sorge, wenn sie nicht wissen, wo du dich aufhältst. Sie suchen dich bestimmt überall und essen und schlafen nicht. Wenn sie wüssten, dass man dich verhaftet und geschlagen hat, wären sie sicherlich sehr traurig und verzweifelt. Ich habe selbst Kinder. Ich weiß genau, wie sich Eltern fühlen. Du bist vernünftig und ein fürsorglicher Sohn. Du willst nicht, dass deine Eltern sich Sorgen machen. Ehrlich gesagt, kann ich es nicht ertragen, dich hier leiden zu sehen. Aber wenn du nicht mit mir sprichst, kann ich dir nicht helfen. Auch wenn ich es wollte. Mein Glaube ist der richtige Lebensweg und keine Rechtsverletzung. Ich finde, ihr hättet mich überhaupt nicht erst hierher bringen dürfen. Ich bin Schüler. Ich sollte in der Schule sein. Du bist Schüler, der im Unterricht sitzen sollte. Würdest du nicht an Gott glauben, hätten wir dich nicht hierher geholt. Der Staat hat doch festgelegt, dass es Lehrern und Schülern untersagt ist, Religionen beizutreten oder zu predigen. Wenn du darauf bestehst, an Gott zu glauben, kannst du dann noch zur Schule gehen? Ein Anruf von uns an deiner Schule reicht aus, dass du einen Schulverweis bekommst. Keine andere Schule würde es dann noch wagen, dich aufzunehmen.
Im Grunde genommen ist es nichts Böses, an Gott zu glauben. Aber wenn du dir deswegen deine Zukunft ruinierst, ist es das wirklich wert? Wir sagen immer schon, und nicht von ungefähr, der Gelehrte führt die Gesellschaft an. Nur mit guten Noten und einem guten Abschluss kannst du einen guten Beruf finden. Nur so kannst du dich durchsetzen gegen andere. Wenn du weiterhin an Gott glaubst, wirst du sicher der Schule verwiesen. Du wirst es dann sehr schwer haben, überhaupt einen Beruf zu finden und wirst vielleicht kaum über die Runden kommen. Hast du über diese Konsequenzen schon mal nachgedacht? Du kannst aber auch mit mir kooperieren. Sag mir, wer die Kirchenführer sind und wo wir sie finden können. Ich habe die Macht, dich zu entlassen. Das alles bleibt unser Geheimnis, versprochen. Und später kannst du an der Universität studieren. Was sagst du? Du bist doch erst 17. Du hast doch noch dein ganzes Leben vor dir. Du musst doch an deine Zukunft denken. Ich will wirklich nur dein Bestes. Das musst du mir glauben. Denke gründlich darüber nach. Das sagen sie doch nur, damit ich meinen Glauben aufgebe und meine Kirchenführer verrate. Mein Glaube ist nicht ungesetzlich. Gesetzlich bin ich nicht verpflichtet, ihnen zu sagen, was sie von mir wissen wollen. Ich habe ihnen nichts weiter zu sagen. Ich habe auch nicht gegen Schulregeln verstoßen. Mit welchem Recht wollen sie mich der Schule verweisen? Warum mir das Recht auf Bildung verweigern? In demokratischen Ländern herrscht Religionsfreiheit. Niemand kann Schüler daran hindern, an Gott zu glauben. Die Regierung unterstützt und fördert es sogar. Im Ausland haben Chinesen doch auch zum Glauben gefunden. Warum nicht hier bei uns? Die Verfassung gewährt ausdrücklich Religionsfreiheit, aber die Regierung verbietet jeden Glauben. Wenn unsere Regierung erfährt, dass ein Schüler an Gott glaubt, verbietet sie ihm den Schulbesuch und die Universität. Warum ist es hier so anders als im Ausland? Sie setzen das, was in der Verfassung geschrieben ist, in keinster Weise um. Das ist Betrug an den Menschen. Was soll ich nur mit so einem sturen Burschen anfangen? Für dein Alter weißt du schon ziemlich viel. Du hast ja sicher vieles aus eurem Buch »Das Wort erscheint im Fleisch« und aus den Predigten gemerkt. Kein Wunder, dass du anderen schon so jung predigst. Aber egal, wie überzeugend du argumentierst, es nützt dir nichts. Denkst du denn wirklich, dass das hier der richtige Ort ist, um zu predigen? Glaubst du denn, du könntest mich bekehren? Sag mir lieber, und zwar möglichst schnell, wo wir die Anführer eurer Kirche finden. Dann lasse ich dich frei. Wenn du nicht mit uns kooperierst, dann sperren wir deine Eltern auch weg. Ich werde deine Eltern einfach einsperren lassen. Willst du das? Wieso wollen sie festnehmen? Ihr benutzt meine Eltern, um mich unter Druck zu setzen, damit ich Gott abschwöre. Ihr seid ekelhaft. Du dummer Kerl. Ich verschwende meine Zeit mit dir. Genosse? Wer nicht hören will, der muss eben fühlen.
Alter Narr, niemand wird dich hier menschlich behandeln. Dich zu töten bedeutet nicht mehr als einen Hund zu töten. Allmächtiger Gott, diese Parteidämonen sind teuflisch und grausam. Religiöse Freiheiten für alle? Die Freiheitsrechte der Staatsbürger? Das sind nur Tricks, die Sünde zu vertuschen. Warum ein solch undurchdringliches Hindernis für die Arbeit Gottes aufbauen? Warum die verschiedensten Tricks anwenden, um Gottes Volk zu betrügen? Wo ist die wahre Freiheit? Wo die legitimen Rechte? Wo ist die Fairness? Wo ist der Trost? Wo ist die Wärme? Tausende Jahre Hass sind im Herzen konzentriert, Sündhaftigkeit eingraviert. Wie könnte das keinen Hass erwecken? Jetzt ist die Zeit gekommen. Seit langem hat der Mensch seine ganze Kraft gesammelt. Er hat all seine Anstrengungen hier eingebracht, jeden Preis bezahlt, um das abscheuliche Gesicht eines solchen Dämons abzureißen. Den geblendeten Menschen, die alles Elend ertragen haben, zu erlauben, sich aus ihrem Schmerz zu erheben und sich vom alten Teufel abzuwenden. Schneller! Hier rein! Rein hier! Die beiden hier sind Christen. Kümmert euch gut um sie. Alles klar. Ich mach das schon. Zwei Christen, hä? Hey, du bist noch ein Kind. Wie kann man in deinem Alter an Gott glauben? Weg da! Hier ist unser Chef. Er wird auf dich aufpassen. Keine Angst, Kleiner. Nur begrüß ihn. Los, sag Hallo. Sag Hallo! Sag Hallo, Chef! Los! Na los! Er versteht offenbar die Regeln nicht. Ihr versteht die Regeln nicht. So ein dummes Gesicht. Sieh dir den Jungen an. Der zappelt ja wie beim Breakdance. Gib uns bitte die Decke zurück. Seine Temperatur ist sehr hoch. Überleg dir, mit wem du sprichst. Vergiss es. Er hat Fieber. Das ist gefährlich. Mach nicht so einen Krach. Ich kann nicht einschlafen. Wenn du keine Ruhe gibst, kannst du morgen was erleben, verdammt nochmal! Gao Liang, die Polizei stiftet die Häftlinge dazu an, uns zu foltern. So wollen sie unseren Willen brechen. Uns zwingen, unseren Glauben an Gott aufzugeben. Wir dürfen nicht auf Satans Trick hereinfallen. Wir müssen fest auf Gott vertrauen und standhaft bleiben.
Mach uns nichts vor. Wenn du damit nicht fertig wirst, stehst du die ganze Nacht Wache, verstanden? Glotzt du so? Nun ist. Kein Hunger? Dann esse ich es. Was soll der Kerl? Helft ihm doch! Er hat es wohl zusammengebrochen. Onkel Leo! Das ist nichts. Er wird schon nicht sterben. Hilfe! Schnell, Beeilung! Onkel Leo! Onkel Leo! Wach auf! Onkel Leo! So helft ihm doch! Helft ihm! Warum hilft denn keiner? Onkel Leo! Onkel Leo! Los, Alter, beweg dich! Jeden Tag neue Leute. Sieh dir den Kleinen an. Er dachte, dass das vielleicht sein Onkel ist. Der wird nicht wiederkommen. Was? Woher weißt du das? Dieser Leo soll in der Nacht einen Herzinfarkt gehabt haben. Er wäre beinahe gestorben. Die Polizei wollte nicht, dass er hier stirbt. Seine Familie hat 50.000 Yen Kaution bezahlt. Jetzt wartet er zu Hause auf die Verhandlung. Schneller! Ja, Chef. Mach schon, mach schon! Zhao Yang! Was ist, er wartet? Ja. Komm her! Und mach schon. Hör zu. Ein Jahr Umerziehung. Durch Arbeit, wegen Gottgläubigkeit. Hast du verstanden? Hä? Weil du nicht mit uns kooperiert hast, wirst du das jetzt absitzen. Die Kommunistische Partei ist dir zuständig. Sie bestimmt, wie verfahren wird. Sie bestimmt, du führst aus. Du hast nichts zu sagen. Abführen. Komm.
Mein Gott, ich bin einsam und deprimiert. Ich fühle mich schwach und elend, vermisse meine Eltern und Onkel Leo. Oh Gott, ein Jahr ist so lang. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehen soll. Erleuchte und leite mich. Setz dich nicht herab, weil du jung bist. Du sollst dich für mich opfern. Ich sehe nicht, wie die Menschen äußerlich sind oder wie alt sie sind. Ich sehe nur, ob sie mich aufrichtig lieben oder nicht. Und ob sie meinem Weg folgen und trotz allem in der Wahrheit leben oder nicht. Sorge dich nicht darum, was morgen sein wird oder wie deine Zukunft sein wird. Solange du auf mich vertraust, um jeden Tag zu leben, werde ich dich gewiss führen. Junge Leute sollten nicht ohne Ambitionen oder Ideale oder Veranlagung zu enthusiastischer Nachfolge sein. Sie sollen auch nicht verzagt sein, was ihre Perspektiven im Leben betrifft. Noch sollten sie die Hoffnung in ihrem Leben verlieren oder gar das Vertrauen in die Zukunft. Sie sollten viel Beharrlichkeit besitzen, um auf ihrem Weg der Wahrheit weiterzugehen, den sie in diesem Moment gewählt haben, sodass sich ihr Wunsch erfüllen kann, ihr gesamtes Leben meinetwegen aufzuwenden. Die Worte Gottes trösteten mich und machten mir Mut. Ich begann zu verstehen, dass hinter allem Gottes gute Absichten standen. Gott wünscht, dass ich in Schwierigkeiten und Bedrängnissen nicht den Mut verliere oder schwach werde, sondern an meinem Glauben an ihn unerschütterlich festhalte. Er möchte, dass ich unabhängig lebe und mich entwickle. Ich erinnerte mich an die Geschichte von Josef aus der Bibel. Man hatte ihn als 17-Jährigen nach Ägypten verkauft. Er war einsam und litt sehr. Er wurde verleumdet und kam ins Gefängnis. Doch er gab Gott keine Schuld. Entschlossen glaubte er an ihn und betete ihn an. Schließlich empfing er den Segen und den Schutz Gottes. Ich bin auch 17, ich möchte von Josef lernen. Ich möchte lernen, immer im Gebet zu Gott zu sein und mich in jeder Situation auf ihn zu verlassen. Wie schlimm die Umstände auch sein mögen, ich will in meinem Glauben stark bleiben und Gott folgen. Onkel Leo und meine Eltern sind zwar nicht bei mir, aber Gott begleitet mich und sein Wort führt und tröstet mich. Und deshalb bin ich nicht allein. Sind mein Leben, mein Herr. Ich genieße deine Worte jeden Tag. Wenn Satan mich umgibt, geben mir deine Worte Weisheit und Kraft. Wenn ich leide oder versage, führen mich deine niedergeschlagen oder schwach bin. Erhalten und versorgen mich deine Worte. Wenn ich Prüfungen begegne, helfe mir, deine Worte zu bezeugen. Ich lebe und rede mit dir, überhaupt keine Distanz zwischen. Von der Reise nach schroffen Straßen voller Unruhe heiße ich das schöne Morgen willkommen. Das schöne Morgen willkommen.
Ich danke dir. Nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen war, erfuhr ich, dass die Polizei nach meiner Inhaftierung auch meine Eltern festnehmen wollte. Zum Glück waren sie nicht zu Hause und entkamen so der Polizei. Um einer Festnahme zu entgehen, mieteten sie sich in einem Haus in einem anderen Ort ein. Sie fanden Arbeit und dienten weiter der Kirche. Ich möchte meine Eltern so schnell wie möglich wiedersehen und ihnen alles erzählen, was ich im Arbeitslager durchgemacht habe. In diesem Jahr habe ich die Grausamkeiten des Parteiregimes am eigenen Leib erfahren. Ich hatte das gottwiderstehende Wesen der KPCH deutlich erkannt. Ich erkannte, dass sie nichts anderes tun, als Menschen zu täuschen, zu verderben und zu schaden. Ich konnte diesem alten Dämon der KPCH widerstehen. In diesem Jahr voller Bedrängnis reifte ich unter Gottes Führung heran. Tief in meinem Herzen weiß ich, dass es Gott ist, der den Menschen am meisten liebt. Nur Gott kann den Menschen vom bösen Einfluss des satanischen Regimes der KPCH befreien und ihm helfen, wirklich zu leben. Gottes Wort führt den Menschen zum Glauben und gibt ihm Stärke und Kraft in Prüfungen und im Leiden. In jedem Fall kann es dem Menschen helfen, im Sturm standhaft zu bleiben und in Prüfungen und im Leiden. Diese Prüfungen und Leiden, die ich ertragen habe, haben mir geholfen, im Leben zu wachsen. Dies wurde mir von Gott als besonderes Geschenk im Alter von 17 Jahren gewährt. Ich kann die Liebe Gottes fühlen und will Gott mein ganzes Leben lang folgen.